Und ein Moinsen zum, ich sag mal, ersten Corona-improvisierten Video, sag ich jetzt mal, oder halt einen für die Corona-Zeit, wie lange auch immer uns der Spaß begleitet, wie lange mein Kanal nicht in Normalität stattfindet, ne? Keine Trailer, keine Spiele, keine Stadion-Videos und so weiter und so fort, keinen Podcast zu spielen, weil spielt ja keiner. Aber was ich jetzt gefunden habe hier, richtig geil, Zeitungsverlag Waiblingen, ich habe ja 2018 mein Abi gemacht und da standen sie einmal nach dem ersten Abi, dem Deutsch-Abi, schriftlich standen sie da vor der Tür, haben uns interviewt und ebenfalls nach dem Mathe-Abi, dem chronologisch letzten Abi, standen sie auch nochmal da und wir fangen mit dem Deutschprüfung an, weil ich mich natürlich bei beiden hingestellt habe und was gesagt habe, warum auch nicht. So, ich spule natürlich jetzt vor zu meinem Part, ne? Aber schon wenn ich hier so die einzelnen Sekunden durchgehe, das ist die ganze Zeit derselbe Blick. Alter, das Deutsch-Abi war eigentlich gar nicht so schlimm vom Gefühl her. Oder vom Gefühl nach dem Deutsch-Abi rauslaufen war jetzt Mathe schlimmer, was später kommt. Aber was zieh ich denn da für eine Fresse? Das ist ja unschlagbar. Was zieh ich denn da für eine Fresse? Alright, jetzt muss ich dann bald kommen. Also für meine Deutschverhältnisse lief es gut, weil es gab schon leichtere Texte darum, deswegen war eigentlich okay. Klar, Digga, für meine Deutschverhältnisse lief's gut. Ja. Ja. Lass ich auch mal so stehen. Und wir sind zurück. Gab noch eine zweite Frage. Da ging ja darum, ich glaube, was war es, welches Abi jetzt noch danach ist, oder welche Prüfung danach noch die schlimmste oder schwierigste wird für einen. Und natürlich, ich spiele wieder vor, ne? Aber Junge, da ist die Fresse wieder direkt da. Da ist sie einfach. Warum gucke ich so angewidert? Was zur Hölle? Okay. Auch Mathe. Da geht einfach nichts. Legende! Mathe, da geht einfach nichts. Ja, ich sollte Recht behalten in Mathe. Ging einfach nichts. Und dann gehen wir über zum Video zum Mathe-Abi. Hier kann man auch direkt von Beginn an reingehen, weil ich hier von Sekunde 0 an in your face am Start bin. Und so wie es aussieht, bin ich direkt als Nummer 1 dran mit meinem Kommentar zu meinem überragenden Kappa Mathe-Abi. Lief nicht ganz so gut, wie zu erwarten war eigentlich, aber es gab Teile, die waren okay, es gab Teile, da ging nichts, also kann man nicht bewerten. Kann man nicht bewerten, oder? Hat sich der Mathelehrer auch gedacht bei dem, was er da aufs Papier gekritzelt bekommen hat, dass man das nicht bewerten kann, was ich da hingefaselt habe. Aber man muss schon direkt sagen, das war, wie viel war der Unterschied, 2 Wochen oder sowas? Wir hatten Deutsch-Abi, dann 2 Tage später Englisch, dann am Montag nach dem Wochenende hatten wir Erdkunde und dann hatten wir eine ganze Woche frei, also ja, so knapp 2 Wochen. Direkt schon ein deutliches Stückchen souveräner, mal gucken, wo wir aber auch wieder drauf Wert legen müssen, ob sich da auch was geändert hat. Ziehe ich wieder so eine Fresse wie vorhin. Da ist wieder... Also das ist echt, das mache ich aber immer noch. Dieses, keine Ahnung, was wird das? Einfach irgendwie beschäftigt sein, was mache ich da, Alter? Kaue ich da auf dem Zahnfleisch oder was habe ich da schon wieder vor? Ja, genau, Digga. Das ist ein geiler Blick. Und da kommt wieder dieser komische Stirnrunzler, genervte Blick. Aber kann man sich schon ein Stückchen besser reinziehen als noch das von Deutsch vorhin. Und jetzt geht's weiter. Nachfrage. Wie geht's nach dem Abi weiter? Was sind so die Pläne? Und da werdet ihr einen Combat Lost der Antwort wahrscheinlich bekommen, weil ich so ziemlich gar keine Ahnung hatte. Wir wissen noch nicht eine genaue Uni ausgewählt, aber erstmal wahrscheinlich ein bisschen shoppen. Bei mir ist noch keine genaue Uni ausgewählt. Schön an der Frage vorbeigeschossen oder an dieser Uni-Frage vorbeigeschossen. Schön dann vorbei, weil ich keinen Plan hatte, welche Uni ich da, ne, überhaupt keinen Plan. Es war eigentlich ziemlich klar, dass ich nicht direkt anfangen zu studieren, so wie es ja auch kam. Aber wenn man meinen YouTube-Kanal so ein bisschen den Verlauf anguckt, ich hatte dann erstmal mit Kumpels die Kanutour in Schweden und dann in den USA nochmal für, was waren es, 10 Tage bei meinen Kumpels oder vom Austausch halt immer noch guten Kontakt gepflegt. Von 2016 war das ein USA-Austausch und da war ich bei dem, wo ich auch damals war für die Zeit halt mit der Schule, ne, aber da nochmal alleine. Und ab da, ne, Praktika in München, habt ihr auch ein Ding gesehen, ein Video. Und danach, also 2019, auch nochmal kurz habe ich ein Video gemacht für Reisemobile International, heißt es, glaube ich. Da war ich kurz so gefühlt für die CMT kurz da. Und dann nochmal ein Praktikum in Stuttgart. Und genau, waren beides eigentlich echt coole Praktika, sind coole Zeiten. Da bin ich natürlich nochmal, ne, das Stückchen mehr, weil ich das erste Mal alleine wohnen für 3 Monate dann dort. Und dann
ne, ist es jetzt die Hochschule Ansbach geworden, wo ich jetzt seit Oktober studiere. Und das bisher, ne, erstes Semester jetzt vorbei, zweite, ne, wie auch immer, beginnt jetzt so halb mit dem E-Learning, aber bisher macht's Spaß. Auch das erste Semester, das ist ja noch flüssig gelaufen in Ansbach, auch mit dort wohnen wieder, ne, alleine und so. Gute Entscheidung bisher. Aber ne, hier völlig lost der Antwort, weil keine Ahnung da zu dem Zeitpunkt. Medienfilm, sonst was gehen, wahrscheinlich auch in der Uni hier in der Nähe. Medienfilm, sonst was gehen. Ja, das war ja auch das Ding, ne, bei meinem YouTube-Zeug erstmal in Richtung Video gehen. Dann halt die Frage, ne, erstmal, ne, die ganz realistische Frage, schaffst du es nur mit Videoschnitt, ne, irgendwas wirklich zu finden? Und dann kam ich über die Online-Reaktion da, das zweite Praktika 2019 dann in Stuttgart, kam ich mehr in diese Richtung Social Media und so weiter und habe ich da was gefunden in Ansbach, wo man ja alles hat mit Ressortjournalismus, wo man in alle Richtungen gehen kann. Die Schlusssequenz brauchen wir aber nochmal. Saufen! Also ich bin absolut keiner fürs Saufen, aber das war halt, ne, absoluter Hype. Abi vorbei, das war halt einfach geil. Dann kommen wir auch schon zu den wunderschönen Kommentaren, ne, auch hier gescreenshottet, ne. Improvisation. At its finest. Sorry, die sehen alle wie Siebtklässler aus. Das ist die Realität. Na, das war so der Hauptinhalt von diesen Kommentaren eigentlich immer. Gott, sind die jung und sowas. Und hier Generation mit Samthandschuhen anfassen und sowas. Weil wir hatten ja auch diese Petition gegen oder ja, doch gegen, ne, das Englisch-Abi damals, wo es ja auch völlig durcheinander war, weil bei uns war klar, das war ziemlich hart, das Ding, und zeitlich richtig eng. Dann hieß es, nee, das war total easy, die haben es auch irgendwo anders geschafft. Ich weiß nicht, welches Bundesland es war. Dann kam daraus, dass die doppelt so viel Zeit hatten, das nochmal in zwei Kategorien hatten, also so normales Abi und ein bisschen schwereres Abi, blöd gesagt. Und da war das bei dem schwereren Abi drin. Plus, die hatten nicht wie wir Englisch-Englisch-Wörterbuch, sondern Englisch-Deutsch. Das war auch so ein Ding, weil extrem viele komische Fremdwörter drin waren. In irgendeinem komischen Gedicht war es, glaube ich, oder einfach in irgendeinem Text oder so, keine Ahnung mehr. Die sehen so jung aus, what the fuck. In unserem Abi-Gang sehen gegen die alle 1000 Jahre älter aus. Kranke Erkenntnis, Oma. Hab erst Saufer-Gymnasium gelesen. Das ist auch stark. Das wollte ich noch mit rein in diesen Kommentar, weil tatsächlich unser Tisch im Zelt dann, ne, war ja danach Frühlingsfest, natürlich die Abi-Feier rein, und da hieß unser Tisch quasi, wir waren auf Saufer-Gymnasium angemeldet dort, ne. Und dann gehe ich doch nochmal auf ein Foto ein, nämlich auf dieses freche Foto. Nutzer ohne Abo, 84,3%. Jungs, nee. Hier einfach mal Videos abchecken und Browser wieder schließen, nee. Einfach unten, einen Klick, einfach nur diesen roten Button drücken. Hilft mir schon, die 500 Abonnenten haben wir geknackt. Das ist schon mal ziemlich geil, weil es sich einfach, ne, einfach nach einer Nummer anhört. So 412, 367 auf 500 klingt wenigstens eine richtige Nummer. Wenn wir die Zahl ein bisschen runterkriegen würden, das wäre ziemlich nice, weil schade da keinem auf diesen Abonnier-Knopf zu drücken. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. And it goes.